Ja, hallo zusammen, hier ist wieder euer Heinz aus dem Rheinland. Ja, es tut sich was in Sachen Tabakrichtlinie. Und zwar hat mich ein YouTuber namens Night Sky 1973 auf einen Kommentar unter meinem Video Aus fürs Dampfen, Liquidverbot, Notfallpläne auf die Antwort einer Europaabgeordneten zu einer Anfrage zur geplanten neuen Tabakrichtlinie auf Abgeordnetenwatch hingewiesen. Ja, und zwar steht auf Abgeordnetenwatch Folgendes. Ach nee, ich möchte mich erstmal bedanken dafür, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Ja, vielen Dank, Night Sky. Ja, ich möchte euch jetzt mal hier diese Anfrage und die Antwort darauf vorlesen. Das ist sehr interessant. Des Weiteren möchte ich euch darum bitten, auf die Seite von Abgeordnetenwatch mal zu klicken und diese Antwort mit einem Klick auf Empfehlen zu empfehlen und sie eventuell auch über Facebook oder Twitter zu teilen. Den Link stelle ich euch dann hier unten in die Kommentarbox zu diesem Video. Ja, hier dann mal die Anfrage. Ja, es ist also eine Frage zum Thema Gesundheit vom 22.01.2013, also von vor 4 Tagen, von einem Norbert Schmidt an die Frau Dr. Renate Sommer von der CDU. Die ist Europaparlamentsabgeordnete. Guten Tag, Frau Dr. Sommer. Mit Entsetzen habe ich vernommen, dass die meisten deutschen Parteien der neuen Tabakrichtlinie bereits ihre Zustimmung signalisiert haben. Ich möchte mich hier nicht über den meiner Meinung nach zweifelhaften Nutzen der geplanten Maßnahmen bezüglich der Tabakzigarette auslassen. Mich als Dampfer, E-Zigarette, betreffen die Einschränkungen bezüglich nikotinhaltiger Produkte. Was auf den ersten Blick nach einer sinnvollen Regulierung aussieht, bedeutet ein de facto Verbot dieses Genussmittels. Auf Spirituosen übertragen wäre die Regelung maximaler Alkoholgehalt 2%, maximale Flaschengröße ein Fingerhut. Wer mehr will, kann ja leckeren medizinischen Alkohol in der Apotheke kaufen. Haben Sie sich schon mit dem Thema befasst? Werden bei der Expertenanhörung am 25.02. auch richtige Wissenschaftler wie zum Beispiel Jean-Paul Tassin Gehör finden? Oder sind das solche Experten wie die vom einstmals renommierten DKFZ, die in konjunktiven Litaneien absurde Szenarien konstruieren, die jeglicher wissenschaftlicher Grundlagen entbehren? Werden da auch die nicht vorhandenen Studien berücksichtigt, von denen viele hier www.rursus.de zu finden sind? Wenn diese Richtlinie legal bindend wird, werde ich nach fast einem Jahr Dampfen und erheblicher Besserung meines allgemeinen Gesundheitszustandes gezwungen sein, wieder zur deutlich schädlicheren Tabakzigarette in Klammern 2 Schachteln pro Tag zu greifen, da die derzeit in der Apotheke erhältlichen Produkte, Pflaster, Kaugummi, Inhaler und so weiter, für mich unbrauchbar sind. Kann ich auf Ihre Unterstützung hoffen? Die Antwort von der Frau Dr. Renate Sommer am 23.01., also einen Tag später. Die Antwort hat mittlerweile 22 Empfehlungen. Da würde ich euch bitten, wie gesagt, diese Antwort zu empfehlen. Geht da mal auf die Seite Abgeordnetenwatch, da gibt es ein ganz klitzekleinen Link unter der Antwort empfehlen und da könnt ihr das auch teilen auf Twitter und Facebook. Da mal auf empfehlen klicken, dann erhöht sich hier die Zahl. Also, die Antwort von der Frau Dr. Renate Sommer. Sehr geehrter Herr Schmidt, im Europäischen Parlament wurde das Thema bisher noch nicht behandelt, denn erst vor einigen Tagen übermittelte uns die Europäische Kommission ihren Entwurf. Ich halte die Revision der Tabakproduktrichtlinie nicht nur für unverhältnismäßig und unrealistisch, sondern insgesamt für unnötig. Die Expertenanhörung, in Anführungsstrichen, kann man sich voraussichtlich sparen, denn die Zusammensetzung des Rednerpanels ist mehr als tendenziös. Mit nur einer einzigen Ausnahme handelt es sich bei den geladenen Experten, in Anführungsstrichen, offensichtlich um Gegner des Tabakkonsums. Mit freundlichem Gruß, Dr. Renate Sommer, Mitglied des Europäischen Parlaments.
Ja, das ist ja mal eine höchst interessante und erfreuliche Meinung einer Europaabgeordneten. Ja, vielleicht ist es sinnvoll, dass der ein oder andere den ein oder anderen Europaabgeordneten auch mal anschreibt. Sachlich, freundlich und ihn um seine Meinung bittet. Ja, wollte ich euch nicht vorenthalten. Interessante Sache. Ich sage ja, wird meistens nichts so heiß hier essen, wie es gekocht wird. Ne? So, also wir können uns ein bisschen entspannen. Da ist noch nichts entschieden. Aber wir sollten am Ball bleiben. Ja, hier und da mal eine Anfrage stellen. Vor allen Dingen an eben diese Politiker, die da mitzuentscheiden haben. Ja, in dem Sinne, alles Gute, ne? Gut Dampf, schönes Wochenende noch und Ahoi, bis zum nächsten Mal. Euer Heinz aus dem Rheinland.